Willkommen zurück in dieser Höhle. Wir haben einen Todbringer besiegt und der, während ich vom letzten hart enttäuscht war, hat der jetzt doch mal gezeigt, dass es hier auch echte Bosskämpfe gibt. Meine Güte, noch eins. Aber wir sind hier mit der Durchforstung noch nicht ganz durch. Wir suchen noch die Puzzle. Wir wissen immer noch nicht, was Operation Zero Dawn eigentlich zu bedeuten hat. Wir wissen nur eins, und das mit ziemlicher Gewissheit: Die Menschen haben tatsächlich den Krieg gegen die Maschinen verloren. Und irgendwer versucht sich die Maschinen jetzt untertan zu machen, um damit irgendwie ein anderes hohes Ziel zu erreichen. Ich glaube eher, dass sie sich von Hades, der wahrscheinlich der KI hinter dem Ganzen, massiv beeinflussen lässt und meint, dass das der Segen ist, den sie suchen oder so. WB Tommy auch zurück, Dankeschön. Und ja, wir sind hier immer noch in einer alten Ruine und ich kann irgendwie nicht so ganz unterscheiden, was menschlich und was... Oh, also hier läuft noch ein bisschen Musik ab. Gucken wir doch mal. Nein, ich werde hier erstmal ein bisschen... So viel zum Thema leichtes Gepäck. Und mich ein bisschen umschauen, bevor ich den Queststrang weiterverfolge. Dr. Sobek, wie vorher gesehen wurde, die Wichita-Linie durchbrochen. Es sind 5 Horus-Titanen durchgekommen. Kontakt in etwa 34 Stunden. Es ist alles in Position, General. Ich musste ein bisschen tricksen, um alles zu schaffen, aber Zero Dawn ist voll funktionsfähig. Startklar. Dann hat Enduring Victory seinen Zweck erfüllt. Ja, nur ein Tag weniger und... Ich habe Ihnen eine kodierte Datei geschickt. Doktor, archivieren Sie sie doch für mich. Ich tue, was ich kann. Was ist es? Eine Erklärung. Eine Liste von Verbrechen, könnte man sagen. Sie bekennen sich schuldig? In den letzten 16 Monaten leitete ich das entsetzlichste Massaker an Militärpersonal und Zivilisten in der Geschichte der Geschichte. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella. Nicht mal zusammen kommen die da irgendwie ran. Sie haben nicht getötet, General. Nicht direkt. Aber ich habe auch nicht den höchsten Kommandeur der Vereinigten Staaten verärgert, indem ich gegen die Automatisierung stimmte. Schon vor dem Schwarm, Doktor, habe ich den Tod unterstützt. Und damit meine Taten nicht in Vergessenheit geraten, habe ich Ihnen die Datei geschickt. Die Nachwelt soll mit klarem Blick über mich urteilen. Ich archiviere Sie, General. Sie sollten bedenken, dass es ohne Ihre Taten, unsere Taten, gar kein Urteil irgendeiner Nachwelt gäbe. Vielleicht. Dr. Sobek. Rühren, General. Leben Sie wohl. Gott steh uns bei. Oh weia. Ich glaube, wir bekommen gleich die Antwort, was Zero Dawn ist oder war und was es ausgelöst hat, verursacht hat. Oh boy. Ich habe ein bisschen Muffe davor, tatsächlich. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ja danken, nach dem, was sie gesagt hat. Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ja alle danken. Ja, aber... Ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön.
Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Raketenbasis? Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan? Tatsächlich bin ich auch verwirrt. Okay, also die eine Operation ist einfach nur dafür da, um Zeit zu schinden. Und die andere, das Zero Dawn. Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkaja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eklipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash. Verwegen. Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Was für eine super Waffe hat Elizabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Oh wei. Okay. Wir haben Sachen. 5002. Na, wo muss ich denn da hin? Okay. Das ist aber nicht gerade um die Ecke. Also ich würde ja immer noch zu gerne... Hier unten, wo war denn das? War das da? Ne, wir hatten doch irgendwo, irgendwann mal so ein Lager gefunden. Wo es hieß Stufe 25. Ich glaube, ich krall mir hier dieses Lager hier mal. So nochmal als kleinen Bonus.
Okay, irgendwo müssen wir hier irgendwie runter. Ich glaube, hier kann man... Ja, das sieht gut aus. Und wie komme ich jetzt hier runter? Runterrutschen. Oh, das wird eine irre Fahrt. Woo! Herrlich. Boah, ich dachte gerade, ich muss mich noch irgendwo festhalten oder so. Aber das funktioniert ja so ganz gut. Das würde ich nochmal machen, wenn es nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Ja, das war schon ziemlich nice. Genau. Wir holen uns jetzt dieses eine Lager hier oben noch. Das sollte eigentlich relativ flott gehen. Und dann, glaube ich, mache ich hier auch erst nochmal Schluss für heute. Hatten wir schon ganz schön viel wieder hier erreicht und geschafft. Als kleine Belohnung dafür eine kleine Pause in Form einer wundervollen Ladesequenz mit rotem Bildschirm. Die Infos, die da stehen, sind sogar gar nicht so schlecht. Vielleicht wäre das auch mal ein Trick gewesen, mal ein bisschen mehr auf Elemente zu spielen oder so. Aber ich finde, wir laufen so schon ganz gut. So, hier können wir noch einmal abspeichern. So, kurz einmal speichern. Und mal nochmal Fertigkeitspunkte verteilen. 50 haben wir davon. Das haben wir schon. Das, nee, das haben wir noch nicht. Kritischer Treffer verursacht mehr Schaden. Das ist gut. Das brauchen wir. Was haben wir hier? Schwere Speerangriffe schlagen Maschinen schneller nieder. Ja, her damit. Das sind doch so Sachen, die wären gar nicht mal so verkehrt. Das ist so ein kritisches Ding. Das kann man mal nutzen. So, einmal nochmal kurz gespeichert. Das war gut. So. Ich halte mir das hier lieber gleich auf der Karte fest. Das Gute ist, dass wir hier nicht so die krassen Gegner auf dem Weg haben gerade. Zumindest sollten die nicht so krass sein. Und ich hole mir jetzt, wie gesagt, dieses Lager da drüben. Einfach um nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte zu kassieren. Da drüben läuft noch ein Fuchs weg. Oder ein Waschbär. Ach verdammt. Hat nicht gereicht. Aber da drüben sehen wir noch was. Jag ihm nach, den kriegst du. Los. Geht doch. Mehr kann ich nicht tragen. Schade. Ich hatte ja doch gehofft, dass ich hier nochmal ein bisschen Glück habe, um meine Gegenstände weiter aufzuwerten. War leider dem nicht so. Wir kommen hier doch gleich, ich wollte gerade sagen, wir kommen hier doch gleich wieder an einem Gebiet entlang. Wir gehen mal da entlang, weil da noch ein, Feuerchen auf uns wartet. Was haben wir hier? Nochmal ein bisschen Heilkraut. So, einmal kurz zum Lagerfeuer. Und ruhig hier einmal mal ganz kurz einen Speicherstand überspeichern. Wie wär's mit dem hier? Den nehmen wir. Dann haben wir nämlich auch mal einen fixen Punkt und nicht nur einen Quick Save. Und dann wollen wir da hoch. So, hier kommen irgendwo wieder... Wow. Wait a moment. Hier rannte doch gerade Frischfleisch rum.
Schade. Hatte eigentlich gehofft, dass ich den noch erwische. So, da haben wir wieder ein wundervolles Lager, welches nur von uns überrannt werden möchte. Völlig durchnässt. Zum Glück habe ich das Leder gut gegerbt. Das hält. So, können wir hier schon ein bisschen erspähen? Naja, geht so. Okay, hier haben wir jetzt eine Sidequest. Das ist gut. Dann können wir den hier mal eben kurz beenden. Und wir suchen uns hier jetzt mal ein schönes Plätzchen, um wieder ein bisschen auf die Pirsch zu gehen. So, aha. Da haben wir schon den ersten Freund. Zip. Der sackt einfach zusammen. Ich muss gerade gucken, ist der da oben oder ist der da unten? Ich glaube da unten. Ah. Ach nee, der ist doch da oben. Den einen Ausguck haben wir zumindest schon mal weg. Da drüben ist noch einer. Ein bisschen schauen, ob wir den auch vernünftig ins Visier bekommen. Ey. Ja. Trotz Pflanze gut erwischt. Immer noch auf der Suche nach mir. Das ist schön, wie der jetzt hier panisch durch die Gegend rennt und hofft, mich irgendwo zu finden. Ich glaube nicht, Tim. Ah, guck mal, da ist ja noch einer. Hallo. Zip. So, den da oben möchte ich auch ganz gerne erwischen. Den leider nicht. Oder zumindest nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Moment, der steht doch da direkt vor mir. Ha! Sag ich doch. Da steht einer mit einem dicken MG. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich versuche es erstmal so ein bisschen von außen, bevor ich da rein spaziere. Zip. Gucken wir nochmal. Nee, aber ich glaube, den da drüben. Ich glaube, den einen oder anderen könnten wir dann doch sehen. Sehen wir nicht? Oh, doch. Sehen wir. Wir sehen sogar noch einen ganzen Haufen von denen. Zip. Zip. So, wo ist der Rest? Da hockt einer. Da hockt noch ein ganzer Haufen. Ja, ist tatsächlich ein bisschen schwieriger als die letzten, die wir versucht haben. Schlechter Tag für einen von uns beiden. Ups. Und tschüss. So, ab hier ins hohe Gras. Hier sehen sie mich nicht. Aber wenn die jetzt irgendwie sich hier blicken lassen. Wie der zum Beispiel. Fuck. Whip!
Wow, daneben. Au! Daneben, habe ich gesagt. Aber da ist doch einer, den sehe ich doch. Den sehe ich doch auf Entfernung. Zack. Jetzt ist es wichtig, dass ich den richtigen erwische. Au! Wo kam der Schuss her? Ah! Also ich kassiere von irgendwo irgendwelche miesen Schüsse. Und ich schnell hier gerade irgendwie nicht von wo. Irgendwo muss doch hier einer auf irgendeinem Ausguck oder so sitzen. Dass der mich so mies trifft. Nö, irgendwie nicht. Jetzt frage ich mich, wie viele von diesen Lagern gibt es denn eigentlich noch? Oder ist das schon das letzte? Das wirkt mir doch hier massiv groß, dieses Lager. Da kommt noch einer. So. So kündigt mich das. Einmal können wir noch. Ah, wir haben noch etwa 60 Pfeile. 60 Pfeile haben wir zur Wahl. Sehen wir da zufällig einen? Da unten steht einer, aber den sehen wir noch nicht. Oh, what the... Der wollte mich jetzt massiv überraschen, der Typ, glaube ich. Sieht aus, als wäre ich sicher. Ja, gut, okay. Oh, der hat zumindest viele, viele Punkte gebracht. Ja, mal gucken. Life Points, ein bisschen, also Tränke, Gedöns, schon mal ein bisschen geduckt gehen. Irgendwo hier geistert wieder einer da rum. Nee. Das Signal wird Verstärkung rufen, wenn es ausgelöst wird. Wo ist denn das? Ach, da ist das. Okay. Der Alarm wäre erledigt. So, Alarm ist schon mal nicht mehr. Das ist gut. Damit habe ich mir, oder habe ich uns zumindest schon mal einen guten Vorteil erschaffen. Oder erschlichen. Das war auch nochmal ein Vorteil. Da hinten läuft noch einer rum. Jetzt gucken wir mal. Wir haben ganz schön viele Leichen jetzt mittlerweile wieder hier. Aber wo geht es denn jetzt hier direkt weiter? Gut, hier haben wir jetzt nichts. Ah, guck mal, da ist noch ein bisschen hohes Gras. Hohes Gras ist immer gut. Denn hohes Gras kann ich dafür verwenden, um noch mehr Hinterhalt zu planen. So. Da oben sind Geiseln, die sind mir aber relativ murks, weil ich die ja eh hole. Oh krass, wie viele sind hier noch? Den sehe ich nicht. Da kommt gerade einer wieder hoch. Nur ein bisschen aufpassen. Nee. So. Zwei weniger. Da oben hockt noch einer.
Okay, den kann ich mir auch zur Not ganz zum Schluss holen. Brauche ich aber erstmal die beiden Dudes. Den einen. Und genau, der so, what the fuck, was geht denn hier jetzt auf einmal ab? Und stirbt. Sehr gut. Zwei hocken da oben jetzt. Ist ja frech. Aber der Alarm ist aus, das ist gut. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendwie so eine miese Position hätte. Ja, okay, das war schon mal eine gute Position. Einer. Das müssen die Gefangenen der Banditen sein. Wie kommt man denn da hoch? Ja, eine sehr gute Frage. Wie kommst du denn da runter? Erinnerung. Nee. Das wird jetzt richtig weh. Richtig. Hat wehgetan, aber nicht mir. Nice. Wieder ein Banditenlager. Welches wir befreit haben, zurückerobert haben. Man erkennt, ob Maschinen verdorben sind? Keine Sorge, das merkt man sofort. Schenk mir keine Beachtung. Die Beachtung brauchst du nicht mehr. Du hast es eh schon geschafft. Im Grunde heißt es jetzt nur noch looten. Und Spaß haben. Denn wir sind hier mit dem Banditenlager durch. Alles unser. Wieder ein Gebiet, eine ganze Nummer sicherer gemacht. Herrlich. Das ist richtig herrlich. Jetzt muss ich mal schauen hier. Das alte Waffenlager. Wo genau eigentlich das nochmal war. Ja, seht ihr mal, das ist so dermaßen am Popo der Welt. Hier drüben ist das. Kommt. Das nehmen wir jetzt mit. Das machen wir noch. Und dann geht's wieder weiter mit der Main Quest. Aber erst nochmal einen kleinen Cut.